Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. The Bible says in Hebrews 10:36. Let's take a look at it. In der Bibel heißt es in Hebräer 10, Vers 36, was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Die Verheißungen Gottes gelten für alle, nicht für alle, die die Verheißung haben wollen, sondern für alle, die tun, was Gott ihnen sagt, damit sich die Verheißung erfüllen kann. In Jesaja heißt es, wer Gott bereitwillig gehorcht, wird die Früchte des Landes essen. Nun, bereitwillig sind wir alle, wenn es um die Verheißungen geht, aber gehorchen wir Gott auch wirklich? Als erstes müssen wir die Verheißungen kennen, dann müssen wir Gott gehorsam sein und tun, worum er uns bittet. Soll ich euch etwas sagen? Gottes Wort bringt eine enorme Verantwortung mit sich. Wenn ihr Gott nicht gehorchen wollt, solltet ihr besser dafür sorgen, dass ihr nichts mehr aus seinem Wort lernt. Jedes Mal, wenn ihr in der Küche oder im Fernsehen jemanden die Wahrheit lehren hört, habt ihr mehr Wissen als vorher und tragt dadurch auch eine größere Verantwortung. Die Vorträge dienen nicht nur eurer Unterhaltung. Wir machen hier keine Show. Das sind lebensrettende, lebensverändernde Prinzipien. Der Heilige Geist bittet euch, tut den Willen Gottes, damit ihr das Leben haben könnt, für das Jesus gestorben ist. Der Dieb kommt nur, um zu rauben, zu morden und zu zerstören. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und das tat er, damit der Teufel uns nicht länger in unterschiedlichen Bereichen quälen kann. Unser Ziel im Leben sollte sein, Gott zu gehorchen. Jesus hat gesagt, mein Essen, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue. Das bewahrt mich davor, hungrig zu werden. Und er sprach hier nicht von einem körperlichen Hunger. Was er meinte, war der Zustand, in dem wir immer mehr wollen, immer irgendetwas suchen und nie zufrieden damit sind, was wir in unserem Leben haben. Er hat gesagt, meine Nahrung, das, was mich satt und zufrieden macht, ist es, den Willen des Vaters zu tun. Ich sage euch etwas, nichts ist beruhigender, als sich am Abend ins Bett zu legen und zu wissen, dass man den Tag über so gut wie möglich und nach bestem Wissen und Gewissen alles getan hat, worum Gott einen gebeten hat. Der Herr weiß, dass wir Fehler machen, aber Gott sei Dank können wir immer wieder umkehren. Ich bin sehr froh, dass wir umkehren können, wenn wir sündigen und Fehler machen. Aber deshalb sollten wir es nicht absichtlich tun. Ich will euch damit in keiner Weise beschämen, aber wisst ihr, die Leute nehmen extra Urlaub, mieten sich in ein Hotel ein und kommen zu solch einer Veranstaltung. Und wenn ich dann frage, wer noch ungehorsam in seinem Leben hat, heben so viele von ihnen die Hand. Das zeigt mir, dass sie nicht verstehen, dass Gott Gott ist. Wir verstehen nicht, was Ehrfurcht vor Gott bedeutet. Sie bedeutet nicht, dass wir uns vor Gott fürchten müssen. Es geht vielmehr um eine respektvolle Art von Furcht. Ich versuche nicht mehr, Gott zu gehorchen, um etwas zu bekommen. Ich gebe nicht, um etwas zu bekommen. Ich arbeite auch nicht für Gott, um etwas zu bekommen. Früher gab ich und tat verschiedene andere Dinge, weil ich darauf hoffte, auf diese Weise den Segen Gottes in meinem Leben freizusetzen. So können wir zwar anfangen, aber irgendwann müssen wir an den Punkt kommen, an dem wir Gott nur noch gehorchen wollen, weil wir ihn lieben und weil wir schätzen, was er in unserem Leben tut. Im Neuen Testament heißt es, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Gottes bringt uns dazu, uns in Selbstbeherrschung zu üben und nicht alles zu tun, wonach uns gerade der Sinn steht. Ich kann nicht mehr alles aussprechen, was mir auf der Zunge liegt, weil ich Gott liebe.
Ich kann keine Unversöhnlichkeit mehr hegen, weil ich weiß, dass ich damit das Herz Gottes und seinen Plan für mein Leben verletzen würde. Es würde den Segen auf meinem Leben beeinträchtigen und es würde sich negativ auf meine Vorträge und auf die Aufgabe auswirken, die er mir gegeben hat. Diesen ich-bezogenen Luxus kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, wütend zu bleiben. Das geht nicht. Die negativen Auswirkungen wären zu groß. Ich muss die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, zu Ende bringen. That God has given me to do. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr mir gehorchen. Wir können so viele christliche Lieder singen, wie wir wollen, aber das Maß unserer Liebe zu Gott zeigt sich darin, ob und in welchem Ausmaß wir tun, worum er uns bittet. Ich weiß noch, wie schwer es mir fiel, auch nur mit Dave zu reden, wenn er mich wütend gemacht hatte. Gott hat gesagt, geh und rede mit ihm, geh und rede mit ihm. Aber ich habe gesagt, das werde ich nicht tun. Soll er doch zu mir kommen, geh und rede mit ihm, bitte ihn um Entschuldigung. Das werde ich nicht tun, er ist dran, ich habe mich letztes Mal entschuldigt. Das war wirklich kindisch, dumm und albern. Wisst ihr, ich konnte keinen Vers in der Bibel finden, in dem es heißt, entschuldige dich, wenn du dran bist. Ich habe bis heute keinen gefunden. Ein reifer Christ tut immer zuerst, was richtig ist. Sitzt nicht herum und wartet darauf, dass jemand anders tut, was richtig ist. Glaubt nicht, dass ihr damit davonkommt, wenn ihr falsch handelt, nur weil alle anderen es auch tun. Gott wird uns nicht nach den anderen Menschen befragen. Jeder einzelne von uns wird irgendwann vor Gott stehen und ihm Rechenschaft über sein Leben geben müssen. Aber alle anderen tun das auch. Alle anderen gehen in diesen Film. Alle tun das. Nun, ihr seid nicht alle. Ihr habt Gott um viel gebeten. Wollt ihr es haben oder nicht? Wollt ihr? Prediger 12, Vers 13. Das wurde von Salomo geschrieben, einem Mann, der Gott um Weisheit bat und schließlich weiser war als alle anderen. Für einen Menschen, der so viel Weisheit besaß, traf er am Ende viele dumme Entscheidungen. Das ist interessant. Ich glaube, seine Weisheit war gleichzeitig auch ein Teil seines Problems, denn durch sie gelangte er zu einem enormen, fast verblüffenden Wohlstand. Die Bibel sagt, die Weisheit bringt Wohlstand und Gunst und Ehre. Aber irgendwann besaß er so viel, dass er selbstsüchtig und egozentrisch wurde. Statt mit dem, was er hatte, für Gott zu wirken, lebte er nur noch für sich selbst. Er sagte, ich baue mir Häuser, ich baue mir Schwimmbäder, ich baue mir dieses und jenes. Alles war für ihn selbst. Ihr könnt das in Prediger nachlesen. Und dann erkannte er, wie viele Frauen er haben konnte. Er besaß alles, was man nur haben kann und war immer noch unglücklich. Sehen wir uns jetzt am Ende des letzten Kapitels an, was er über sein Leben sagte. Es wurde alles gehört. Das Ergebnis des Ganzen ist, fürchte Gott, verehre ihn und bete ihn an, weil du weißt, dass er ist, und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Das ist der ganze, ursprüngliche Zweck seiner Schöpfung, der Gegenstand von Gottes Vorsehung, die Wurzel allen Charakters, die Grundlage allen Glücks, die Lösung für alle unharmonischen Umstände und Bedingungen unter der Sonne und die ganze Pflicht des Menschen. Lasst uns das noch einmal Satz für Satz durchgehen. Ich will, dass ihr das versteht. Er sagte, okay, ich habe alles ausprobiert. Und hier ist das Ergebnis des Ganzen. Fürchte Gott, wisse, dass er ist und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Zweck, zu dem du erschaffen wurdest. Wir wurden erschaffen, um Gott zu ehren, indem wir seinen Willen tun. Nicht nur, indem wir ihm Lieder singen, sondern indem wir seinen Willen tun. In der Bibel heißt es, Gott sucht nach Menschen, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Als ich das vor vielen Jahren las, fragte ich mich, was bedeutet das?
Nun, es bedeutet, dass wir Gott nicht nur anbeten sollen, indem wir ihm Lieder singen, wir sollen ihn mit unserem ganzen Leben anbeten, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, mit allem, was wir in der Öffentlichkeit tun. Auch wenn wir nur im Supermarkt sind. Glaubt ihr wirklich, dass ihr Gott ehrt, wenn ihr euren Einkaufswagen gegen das neue Auto eines anderen lehnt und dieser dort einen Kratzer im Lack hinterlässt? Aber das machen doch alle so. Aber ihr seid nicht alle. Ihr seid Kinder Gottes, Kinder des Königs und Miterben von Jesus Christus. Ihr seid nicht alle. Wir sollten den Menschen in der Welt zeigen, wie man richtig lebt. Wir sollten nicht leben so wie sie, sondern ihnen ein Vorbild sein. Hab ich recht? Ich ging einmal in einen Laden und kaufte mir zwei Paar Schuhe. Dann sah ich mir noch jeweils passende Handtaschen dazu an, beschloss aber nur eine von ihnen mitzunehmen. Als ich zu Hause ankam, sah ich, dass der Verkäufer mir versehentlich auch die zweite eingepackt hatte, ohne sie mir zu berechnen. Wollte Gott mich mit einer kostenlosen Handtasche segnen? Manch ein törichter Christ würde vielleicht so denken. Oh, sieh nur, ein Segen von Gott. Er wusste, dass ich die zweite Handtasche auch haben wollte und hat sie mir geschenkt. Danke, Jesus. Ich habe eine Gänsehaut. Halleluja. Nein, du dummes Ding, du musst dich in dein Auto setzen, ja, die Benzinkosten auf dich nehmen und sie zurückbringen, denn wir sind Kinder Gottes und wir sollen ihn ehren, in allem, was wir tun. Stimmt's? Aber das war deren Fehler. Warum sollte ich jetzt meine Zeit und mein Geld dafür verwenden, die Tasche zurückzubringen? Nun, ich weiß noch, wie ich die Tasche zurückbrachte und zu dem Verkäufer sagte: Ich wollte eigentlich beide Paar Schuhe und beide Handtaschen kaufen, aber dann habe ich doch nur eine Tasche gekauft und bezahlt, deshalb bringe ich diese hier zurück. Er sagte, das ist wirklich erstaunlich. Die meisten hätten die Tasche sicher nicht zurückgebracht. Ich schätze das sehr. Nun, so bekommt es vielleicht für irgendjemanden eine Bedeutung, wenn ich einen Fisch auf dem Auto und ein Kreuz um den Hals habe. Nun kommt, ich lehre besser, als ihr applaudiert. Ich mag diesen Vortrag, weil ich glaube, dass er einige von euch dazu anregen wird, den breiten Weg, der ins Verderben führt, zu verlassen und den schmalen Pfad zu gehen, der zum Leben führt. Seht ihr, auf dem breiten Weg gibt es jede Menge Platz für all euer menschliches Gepäck, aber auf dem schmalen Weg gibt es nur Raum für euch und den Willen Gottes. Aber dafür werden euer Friede und eure Freude zunehmen. Ihr werdet mehr Gunst genießen, ihr werdet Erfolg im Leben haben. Und wenn der Teufel auftaucht, könnt ihr zuversichtlich sagen: Hau ab, Satan, ich widerstehe dir im Namen Jesu. Und ihr werdet nicht einmal schreien müssen. Glaubt ihr wirklich, dass das Schreien den Teufel beeindruckt? Okay, da komm mir Satan im Namen Jesu. In der zweiten Hälfte von Prediger 12, Vers 13 heißt es: Gehorsam ist die Wurzel allen Charakters. Wisst ihr, wie ihr einen Charakter entwickelt, der Gott gefällt, indem ihr tut, was richtig ist, auch wenn euch nicht danach zumute ist? Wir müssen uns nicht danach fühlen, um es zu tun. Im Gegenteil, wenn ihr tut, was richtig ist, obwohl es weh tut, bedeutet das, dass ihr wachst. Es bedeutet, dass ihr wachst. Wenn es sich gut anfühlt, seid ihr in diesem Bereich schon erwachsen. Dann seid ihr bereits angekommen und es ist kein Problem mehr für euch. Ihr seid dieser Sache bereits gestorben. Aber wenn ihr das eine wollt und Gott etwas anderes möchte, müsst ihr eurem Ich sterben. Und das bedeutet ein bisschen Schmerz und Unbequemlichkeit für die alte Natur. Wenn ihr das spürt, könnt ihr einfach sagen: Ich wachse. Ich danke Gott, dass ich wachse. Ich wachse. Halleluja. Halleluja! Ich wachse.
Außerdem sagt Salomo, der Gehorsam gegenüber Gott ist die Lösung für alles in eurem Leben, das nicht in Ordnung ist. Der Gehorsam gegenüber Gott wird die Dinge in allen Bereichen wieder ins Lot bringen, in denen keine Harmonie herrscht. Überall dort, wo etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, seien es eure Finanzen oder was auch immer. Nehmen wir beispielsweise einmal an, ihr habt Probleme in eurer Ehe, die unter anderem daher rühren, dass euer Mann euch nie Komplimente macht. Ihr seid es leid, dass er euch nie etwas Nettes sagt, sich nicht um eure Gefühle kümmert. Ihr werdet immer unglücklicher, dann betet ihr und Gott sagt, fang an, ihm Komplimente zu machen. Nein, Gott, du hast das falsch verstanden. Ich will die Komplimente bekommen. Das werde ich nicht tun. Warum sollte ich? Er macht mir doch auch nie Komplimente. Nun, ihr erntet, was ihr sät. Und wenn ihr der gläubige Christ in eurem Zuhause seid, bedeutet das, dass ihr den Anfang machen müsst. Nun kommt, ich sagte, wenn ihr der gläubige Christ in eurem Zuhause seid, bedeutet das, dass ihr den Anfang machen müsst. Vielleicht müsst ihr das über einen langen Zeitraum hinweg tun. Wenn ihr es statt für Menschen für Gott tut, wird es euch vielleicht nicht so schwer fallen. Gott sieht, was ihr im Verborgenen tut und wird euch öffentlich dafür belohnen. Seid treu in den kleinen Dingen. Wisst ihr, wo ihr anfangen solltet? Bei euren Gedanken. Und wisst ihr warum? Weil es in 2. Korinther 10, Verse 4 und 5 heißt, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Ich musste mehrere Gedanken bezwingen, bevor ich heute hierher gekommen bin. Gedanken, die einfach lästig waren. Ich musste sagen, stopp, Schluss. Ihr werdet nie ein erfolgreiches Leben führen, wenn euer Denken durcheinander ist. Wenn jemand, der pornografiesüchtig ist und den Kopf voller pornografischer Gedanken hat, für sich beten lässt, kann er nicht erwarten, dass er davon frei wird. Ihr könnt und sollt beten, aber zuerst müsst ihr diese Gedanken bezwingen und sie unter den Gehorsam Christi bringen. Ihr werdet nie aufhören, ärgerlich auf jemanden zu sein, wenn ihr nur herumsitzt und darüber nachdenkt, was diese Person euch angetan hat. Ihr werdet nie über euer Selbstmitleid hinwegkommen, wenn ihr nur herumsitzt und darüber nachdenkt, was ihr alles nicht habt und was die Leute nicht für euch tun. Ihr müsst das sehen, was ihr habt und darauf, wie gut Gott zu euch ist und wie gesegnet ihr seid. Entschuldigt euch, wenn ihr grob zu jemandem wart. Nehmt euch die Zeit, einen kranken Freund anzurufen, wenn ihr euch dazu gedrängt fühlt. Gott führt uns durch den Heiligen Geist. Hört auf zu sagen, ihr werdet zu beschäftigt. Das ist eine leidige Ausrede. Ich habe es so satt, die Leute sagen zu hören, ich wollte ja, aber ich war zu beschäftigt. Nein, ihr wolltet nicht. Und wisst ihr warum? Weil wir tun, was wir tun wollen. Ich will ja jeden Morgen Zeit mit Gott verbringen, aber ich bin immer zu beschäftigt. Nun, wisst ihr was? Dann müsst ihr euren Tag anders planen, denn wenn ihr keine Zeit für Gott habt, wird in eurem Leben auch nichts anderes funktionieren. Oh, Halleluja. Jammert nicht, tratscht nicht. Seid nicht unzufrieden. Sorgt dafür, dass ihr jedes Mal etwas spendet oder abgebt, wenn Gott euch die Gelegenheit dazu gibt. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die diese Woche in unserer Familie passiert ist. Wir mussten meine Mutter von ihrer Wohnung im betreuten Wohnen ins Pflegeheim bringen. Wir machen also den Umzug und ich wollte, dass sie ein paar schöne neue Dinge hat. Geschenke,
sind ihre Sprache der Liebe und ich dachte, das würde ihr den Umzug erleichtern. Wir kauften ihr eine neue Kommode und einen Nachttisch, einen neuen Fernseher und ein paar Nachthemden. Sie war total begeistert. Sie fühlte sich wie eine Königin. Die Möbel aus ihrer alten Wohnung waren noch schön, aber dafür gab es in ihrer neuen Bleibe keinen Platz. Und so sagte ich meiner Tochter, dass sie haben könne. Sie und ihr Mann verkaufen manchmal Sachen bei eBay oder setzen Inserate in die Zeitung. Vor allem ihr Mann macht das sehr gern. Ich sagte also, du kannst die Möbel verkaufen und sehen, was du noch dafür bekommst. Etwa zur selben Zeit fragte eine Schwester, die im Pflegeheim meiner Mutter arbeitete und sie bereits kennengelernt hatte, ob sie in ihrer alten Wohnung noch Möbel hätte, die zum Verkauf stehen. Wir gaben ihre Telefonnummer an unsere Tochter weiter, die sie dann anrief. Im Verlauf des Gesprächs sagte das Mädchen, oh ja, ich hätte gern die Schlafzimmermöbel und die Musikanlage. Meine Tochter sagte ihr, was sie dafür haben wollte und sie antwortete, okay, aber es wird wahrscheinlich ein paar Wochen dauern, bis ich das Geld zusammen habe. Ich könnte Ihnen diese Woche eine kleine Anzahlung geben, damit Sie sicher sind, dass ich die Sachen wirklich kaufe. Und nächste Woche gebe ich Ihnen einen weiteren Teilbetrag. Würden Sie die Möbel so lange für mich aufheben? Meine Tochter sagte, ja, das kann ich machen, aber nur für eine gewisse Zeit. Das Mädchen versicherte ihr, ich werde mein Bestes tun, ich will die Möbel wirklich haben. Dann rief meine Tochter mich an und erzählte mir von diesem Gespräch. Wir mussten keine Genies sein, um zu wissen, was wir jetzt zu tun hatten. Ich glaube, meine Tochter wusste es auch. Ich sagte, wir können ihr die Sachen doch auch schenken, oder? Wir waren nicht auf das Geld angewiesen. Wir waren nicht auf das Geld angewiesen, das uns der Verkauf eingebracht hätte. Aber ich sagte zu meiner Tochter, ich habe die Möbel dir überlassen, deshalb musst du das entscheiden. Ich konnte sie ihr nicht einfach wieder wegnehmen und eine andere Entscheidung treffen. Aber sie wusste auch, was sie zu tun hatte. Sie rief ihren Mann an und gemeinsam beschlossen sie, die Möbel zu verschenken. Also rief meine Tochter das Mädchen wieder an und sagte, wir würden Ihnen die Möbel gern schenken. Das Mädchen war außer sich vor Freude. Die Leute sind es nicht mehr gewöhnt, dass man ihnen Dinge schenkt. Ich weiß, dass sie wusste, wer ich war. Sie war in der Wohnung meiner Mutter gewesen. Die Bilder, die dort von mir hängen, könnte man für die Tapete halten. Sie schneidet alles aus, was sie über mich findet und klebt es an ihren Kühlschrank und überall hin. Und so war es noch eine zusätzliche Erfahrung für das Mädchen zu sehen, dass wir auch leben, was wir predigen. Und uns hat es große Freude gemacht. Ich sagte, oh, das ist so gut. Wenig später bekam ich eine SMS von meiner Tochter. Sie hatte meine Mutter besucht und zufällig war auch das Mädchen gerade bei ihr. Zufällig. Ist Gott nicht erstaunlich? Meine Tochter schrieb mir, was das Mädchen ihr erzählt hatte. Die Familie, der wir die Möbel geschenkt haben, ist von Arizona hierher zu den Eltern gezogen, weil ihr Haus komplett abgebrannt ist. Ich nehme an, sie waren nicht versichert, denn das Mädchen sagte, sie müssten jetzt ganz von vorn anfangen. Und dann schrieb sie, wow, mit 3 Ausrufungszeichen. Ich dachte, diese Gelegenheit hätten wir auch verpassen können. Wir hätten diese Gelegenheit so leicht verpassen können. Und ja, wenn wir die Möbel verkauft hätten, hätten wir ein bisschen mehr Geld gehabt. Aber wisst ihr was? Gott hat Möglichkeiten, uns noch viel mehr zu geben, als wir uns selbst je erarbeiten können, wenn wir nur tun, worum er uns bittet. Und noch dazu haben wir Freude und Frieden und ein reines Gewissen. Ich bitte euch inständig, mehr auf die kleinen Dinge zu achten. Denn wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass Gott zwischen großen und kleinen Dingen unterscheidet. Wir haben ihm gehorcht und dem Mädchen die Möbel geschenkt. Aber er hat es uns nicht befohlen, er hat uns nur die Gelegenheit dazu gegeben. Die Bibel sagt in Galater 6, Vers 10, dass wir jede Gelegenheit nutzen sollen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben.
Das war so eine Gelegenheit. Wie oft lassen wir solche Gelegenheiten vorbeigehen? Aber wisst ihr, was dann auch an uns vorbeigeht? Mehr Freude, mehr Frieden, mehr Macht über Satan und mehr Autorität. Na kommt schon. Je gehorsamer wir sind, je schneller und uneingeschränkter wir gehorchen, umso weniger Probleme werden wir mit dem Feind haben. Natürlich wird er euch nachstellen. Ich würde euch nie erzählen, dass Satan euch nicht nachstellt. Das wird er tun. Aber ich kann euch sagen, dass er auf lange Sicht keinen Erfolg haben wird, weil Gott seinen Engeln die Verantwortung überträgt, euch auf allen euren Wegen des Gehorsams und des Dienstes zu verteidigen und zu bewahren. Hab ich recht? Ja, so ist es. Der Gehorsam gegenüber Gott öffnet ihnen die Tür zu einem erfüllten Leben. Es ist das Klügste, was sie tun können und die einfachste Möglichkeit, die Autorität über den Teufel zu ergreifen. In der Bibel heißt es, deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Wir können also nur widerstehen, wenn wir uns Gott unterordnen. Dieser ansehnliche kleine Mann hier heißt David und ist 12 Tage alt. Er wurde 2 Monate zu früh geboren und wiegt 1,6 Kilo. Gäbe es dieses wunderbare Heim hier in Uganda, Afrika, nicht, das sich um verwaiste und ausgesetzte Kinder kümmert, hätte David nicht überlebt. Durch die wertvolle Arbeit der Menschen hier und unsere Partnerschaft mit ihnen bekommen viele Kinder die Chance auf ein neues Leben. Also vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gott segne Sie. Der Alltag kann ja so eintönig sein. Immer dasselbe. Lust auf mehr Farbe? Neuen Schwung bringt Ihnen das Joyce Meyer Magazin Das Leben genießen. Mit mutmachenden Artikeln, die Sie zum Lachen bringen und wertvollen Impulsen zum Nachdenken und Vertiefen, erleben Sie echte Veränderung. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie bunt und schön das Leben sein kann. Ich sagte bunt und schön. Bestellen Sie jetzt Das Leben genießen von Joyce Meyer. Alle 3 Monate neu und kostenlos. Rufen Sie an 040 88 88 41111 oder bestellen Sie im Internet unter joyce-meyer.de/magazin. Liebe Joyce, ich habe auch sehr viel Missbrauch erlebt. Jeden Tag meines Lebens wurde ich geschlagen. Dann bekam ich Schönheit statt Asche in die Hand. Jedes Wort darin war mein Leben, mein Schmerz, meine Zerbrochenheit. Woher kanntest du mein Leben so genau? Ich habe Schönheit statt Asche geschrieben, weil es viele Menschen gibt, die leiden, wie ich früher gelitten habe. Ich weiß, was es bedeutet, verletzt zu werden, aber Gott sei Dank weiß ich auch, wie es ist, geheilt zu werden. In Schönheit statt Asche beschreibt Joyce Meyer, wie sie Heilung erfahren hat und wie andere Menschen das auch erleben können. Bestellen Sie Schönheit statt Asche unter 040 88 88 41111 oder besuchen Sie uns im Internet auf joyce-meyer.de. Schönheit statt Asche hat mein Leben verändert. Vielen, vielen Dank, Jessica.